Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich wieder ein Produkt von Parkside, wieder ein Akkugerät, beziehungsweise um genau zu sein, es ist ein Akku-Winkelschleifer. Und ja, das Ganze ist in diesem Set ohne Ladegerät und ohne Akku. Dafür wird ein 4 Amperestunden Akku empfohlen, dass man sich eines kauft. Es gibt oft beim Lidl, ich habe das Ganze beim Lidl wieder gekauft, es war in Aktion. Und oft gibt es da auch im Set 2 Amperestunden Akku mit Ladegerät oder zusätzlich 4 Amperestunden Akku. Da kann man sich das halt dazu kaufen. Aber wenn man schon Parkside-Geräte, Akkugeräte von Parkside hat, kann man sowieso die Akkus aus dem X20W-Team sowieso verwenden und da passt jeder Akku in jedem Gerät. Das ist natürlich der Vorteil, deshalb kaufe ich mir auch immer die Parkside-Geräte, weil ich da die Akkus und Ladegeräte immer und überall mit jedem Gerät verwenden kann und das ist natürlich ein Vorteil. Also, was haben wir hier genau? Wir haben hier einen Akku-Winkelschleifer. Es ist auch natürlich eine kleine Trennscheibe und enthalten ist ein Schlüssel, damit man die Scheiben tauschen kann. Das Gerät selber, also der Akku-Winkelschleifer ist enthalten und dann ist schon eine Trennscheibe enthalten. Wichtig zu sagen, Trennscheibe und Schleifscheibe sind unterschiedlich. Also das sollte man nicht vergessen. Die Schleifscheiben sind dick und die Trennscheiben, die sind ganz dünn. Und ja, am besten schauen wir mal hier hinein, was wir hier haben. Also, hier ist der Schlüssel zum Scheibenwechsel. Dann, was ich vergessen habe, wir haben hier einen Griff, den kann man auf 3 verschiedenen Positionen, also hier, hier und hier auf der anderen Seite aufschrauben. Das Ganze, wie gesagt, ist ohne Akku gekommen, aber ich habe ja Akkus jede Menge und deshalb da habe ich schon das Ganze ausprobiert und das ist halt drauf geblieben. Eine Scheibe, wie gesagt, ist enthalten und wie man sieht, es ist eine ganz dünne Scheibe. Somit ist das eine Trennscheibe, keine Schleifscheibe. Aber zu den Schleifen bzw. zu den Scheiben dann gleich noch mehr. Ja, wie gesagt, das ist ein Parkside-Gerät aus der grünen Serie. Die schwarze Serie ist ja die bessere, die haben bürstenlose Motoren. Hier, das ist die grüne Serie, die ist etwas günstiger, aber genauso gut. Also von daher gibt es kein Problem. Hier auf der Seite, wenn man einschaltet, Ein- und Ausschalter ist hier oben. Und hier kann man dann von Stufe 1 bis Stufe 6 hochstellen und das bedeutet so viel, dass Stufe 1 2500 Umdrehungen pro Minute bedeutet und auf Stufe 6 haben wir 10.000 Umdrehungen pro Minute. Also ja, das ist schon eine Hausnummer und wenn man etwas ganz speziell wirklich genau schneiden muss, dann ist es besser, wenn man zuerst langsam beginnt, einen Schnitt macht und dann hochschaltet. Wenn man natürlich schleifen möchte, dann ist es sowieso gut, wenn man da die Umdrehungszahlen ändern kann und das ist halt ein Vorteil. Ja, mit dem 2 Amperestunden Akku ist es gar nicht einmal so schwer, liegt super in der Hand, kann auch von Linkshändern benutzt werden, von Rechtshändern benutzt werden, also das ist kein Problem und ja, ist wirklich ein super Gerät. Damit kann man wirklich sehr gut arbeiten, wenn man natürlich das Ganze gut in der Hand haben möchte bzw. sicher halten will, dann schraubt man einfach den Griff drauf, sollte man eigentlich eh immer machen und dann kann man schon das Ganze gut und fest halten und ja, damit auch sicher schneiden. Also, in diesem Sinne
Wenn ihr weitere Videos, Testvideos und sowas von diesen und anderen Geräten sehen möchtet, dann schaut auf unserem Akku, auf dem Akku-Werkzeugkanal vorbei. Dort gibt es auch Tests und ja, auch dieses Produkt werde ich dort in einem Test vorstellen. Dort habe ich es aber auch schon in einem Unboxing vorgestellt, aber ein Test wird definitiv ebenfalls dort folgen. Also einfach unterhalb in der Videobeschreibung den Kauflink zu Amazon verfolgen. Da kann man sich das Ganze bestellen. Und auch den Link zum Video, zum Akku-Kanal, aber auch zur Akku-Webseite anschauen. Und ja, da kann man dann mehr über Akku-Werkzeuge und speziell auch dieses Gerät erfahren. Also wie gesagt, wenn das Produkt gefallen hat, wenn das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, über ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video. Ja, was ich jetzt noch glatt vergessen habe, ist die Scheiben vorzustellen. Also hier habe ich gleich ein Set mit Trennscheiben und einer Schleifscheibe dazu gekauft. Das ist ein Elfa-Set. Da sind 5 Trennscheiben für Metall enthalten, 5 Trennscheiben für Stein und eine Schleifscheibe. Und was ich halt gesagt habe, dass Trennscheiben und Schleifscheiben nicht das gleiche sind, das kann man hier in dieser Packung sehr gut sehen und das möchte ich auch euch nicht vorenthalten. So, also das ist eine Schleifscheibe. Das merkt man auch an der Stärke und das ist eine Trennscheibe. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Denn ich habe schon oft gesehen, dass mit so einer Schleifscheibe geschnitten wird und so. Also das sollte man auf keinen Fall tun. Funktioniert, aber kann auch einmal schief gehen. Und das sind die Steinscheiben, das sind die Steinscheiben, orange-schwarz und das sind die Metallscheiben, schwarz-blau. Auch das unterschiedlich gekennzeichnet und Schleifscheibe ist grün-schwarz. Also so viel zu den Unterschieden und ja, ich hoffe, die kleine Info war jetzt noch hilfreich. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich noch sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.